Herzlich willkommen bei grünundgesund.de. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das Thema Darmbakterien soll uns heute beschäftigen. Es ist traurig, aber wahr. Im deutschsprachigen Raum leidet schätzungsweise jeder dritte Erwachsene an chronischen Verdauungsbeschwerden. Und ja, im Interview heute spreche ich mit der Ärztin Dr. Lulith Christa Schatz und dem Ernährungsexperten Marbon Negowetz über Wege zur Bauch- und Darmgesundheit. Ja, und es soll darum gehen, welche Möglichkeiten es gibt, wie wir unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden selber wieder in den Griff bekommen können. Ja, ganz herzlich willkommen Lulitz und ganz herzlich willkommen Marbon. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Yes. Ja, ihr seid jetzt in Österreich zugeschaltet. Wo genau seid ihr? Genau, also wir sind im Süden von Österreich, in Graz. Okay, prima. Also ein bisschen südlicher von mir aus gesehen. Ja, ihr beide arbeitet zusammen seit 10 Jahren, wenn ich richtig informiert bin. Könnt ihr mir ein bisschen über eure Tätigkeit erzählen und wie das in Zusammenhang mit diesem Thema Darmbakterien steht? Genau, also im Prinzip, wir leiten hier ein Zentrum in Graz, ein Gesundheitszentrum, und unser Fokus ist sehr stark Ernährung bzw. Bauchgesundheit, Darmgesundheit. Und wir arbeiten hier eigentlich seit 10 Jahren ganz stark mit Werkzeugen, die die Darmgesundheit und die Bauchgesundheit verbessern. Mhm. Es hat sich einiges an Werkzeugen angesammelt in der Zwischenzeit, aber am intensivsten arbeiten wir im Prinzip mit dem Werkzeug des Heilfastens und ganz intensiv alltäglich mit dem Werkzeug der Kolonhydrotherapie. Okay, also ihr habt ja wirklich ein Zentrum, Heilzentrum, ich weiß nicht, wie der richtige Titel dafür ist, aber es ist schon etwas Größeres, was ihr da im Laufe der Zeit aufgebaut habt. Genau, also im Prinzip, wir nehmen wahr, dass chronische Darmprobleme immer mehr zum Thema werden. Vor allem beginnen Leute auch, es zu thematisieren. Man spricht darüber, sie kommen zu uns, sie suchen nach Möglichkeiten. Vielleicht war es so, dass vor 10, 15 Jahren das noch mehr nicht angesprochen wurde, nicht darüber geredet wurde. Und heute ist es aber so, dass man offen darüber sprechen kann und die Leute gehen raus und suchen nach Lösungen und nach Möglichkeiten. Mhm. Erzählt doch ein bisschen, wie ihr jetzt konkret dazu kam, den Fokus drauf zu legen. Gibt es da irgendwelche Geschichten, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir was unternehmen, oder waren das eigene Leidensgeschichten, die euch dahin gebracht haben auf diese Thematik? Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu sagen. Also so von meiner Seite, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathie. Das mache ich jetzt schon seit 23 Jahren. Mhm. Und ich bin dann im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte immer wieder an Heilungshindernisse gestoßen. Das heißt, die Patienten kommen, sie kriegen eine Arznei von mir, es wird besser, und ein paar Monate oder ein Jahr später sind sie wieder da, manchmal nach ein paar Wochen. Und das ist so ein Spiel, das also für mich als Ärztin nicht wirklich befriedigend ist und noch viel weniger für die Patienten. Und so hat sich im Laufe der Jahre das herauskristallisiert, wo ich einfach Heilungshindernisse gesucht habe und bin immer mehr zu diesem Bereich Bauch, Darm gekommen. Und so hat sich das allmählich entwickelt, dass ich mir bewusst geworden ist, wenn ich mich um das nicht kümmere, werden manche Menschen nicht gesund, nicht heil. Mhm. Weil das ist doch ein sehr großer Teil, wenn man sich vorstellt, das ist unser Treibstoff. Und wenn ich jetzt eine Krankheit habe und ich bin ohne dies mitgenommen und muss einfach Heilarbeit leisten, und wenn ich dem Körper ständig etwas zuführe, was ihm halt nicht gut tut, dann schwäche ich ihn wieder und ich komme so nicht zur Gesundheit. Und so bin ich allmählich dazu gekommen. Okay, jetzt hast du gerade gesagt Heilungshindernisse. Mhm. Kannst du uns einen Einblick geben, was sind das genau für Arten von Krankheiten, für Symptome oder wie auch immer, die da in Zusammenhang damit stehen? Also generell kommen Patienten zu mir als Homöopathin mit einer ganz großen Bandbreite an Krankheiten. Aber Heilungshindernisse, das fällt mir vor allem auf bei Unverträglichkeiten, Blähungen, Müdigkeit, Verstimmungen auch im psychischen Bereich. Also auch Dinge, wo ich merke, die Patienten sind geschwächt und kommen nicht wirklich in ihre Kraft. Also das ist relativ vielschichtig. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen nicht so ganz konkret, aber es ist wirklich sehr verschieden. Mhm. Wo ich das erkennen kann. Also das ist Infektneigung zum Beispiel, Allergien, die immer wiederkehren oder die auch wechseln. Zuerst ist ein Patient auf die eine Sache allergisch, dann auf die andere.
solche Dinge passieren, chronische Entzündungen zum Beispiel im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, Nebenhöhlengeschichten, also nicht unbedingt nur Bauchsachen. Migräne fällt mir jetzt ein. Ja. Also Migräne ist etwas, was immer wieder mit der Ernährung im Zusammenhang steht und natürlich Hauterkrankungen. Ja. Das ist ganz interessant, weil das, was du gerade sagst, spiegelt eigentlich so einen großen Teil dessen, was ich an mir auch vor einigen Jahren eben an Problemen hatte. Also wirklich heftige Kopfschmerzen oder Migräneattacken, Akne, Hautprobleme, wirklich sehr, sehr stark, Entzündungen im Darm, dahingehend, dass es auch Allergien ausgelöst hat bei mir. Also diese ganze Palette im Prinzip habe ich da auch mitgenommen und kann das auch nur so bestätigen. Und das war eben für mich auch der Schlüssel. Und deshalb ist auch ein Thema, was mir sehr, sehr nahe liegt und was mich auch sehr interessiert und wo ich mich auch viel damit auseinandergesetzt habe in letzter Zeit, das Thema Darm. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz zentrale Geschichte, dieser Darm. Es gibt auch diesen Spruch, der Tod sitzt im Darm, ja, oder eben die Krankheiten kommen dahin. Wir müssen einfach den Fokus auf den Darm legen, auf die Darmgesundheit. Und deshalb bin ich auch gespannt, was eure Erkenntnisse dazu sind. Ja, eine Frage würde ich dazu jetzt euch gerne mal stellen. Was ist eurer Ansicht nach so jetzt die Aufgabe der Darmflora? Warum ist die so wichtig für uns? Also es ist jetzt ja sogar so, dass es mehr Darmbakterien gibt als Körperzellen. Ja? Das finde ich mal sehr interessant. Ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau. Es sind 100 Mal mehr Darmbakterien als Körperzellen, die wir haben. Wahnsinn. Ja. Und vor allem, wenn man das dann auch noch in die Masse übersetzt, wird es besonders interessant, weil es sind ja 2 Kilogramm Mikrobiom, die wir mit unserem Körper oder in und am unserem Körper ständig durch die Gegend tragen. Und 2 Kilo ist dann doch ein beträchtlicher Betrag. Wahnsinn, ja. Echt Wahnsinn. Ja, also, was ist so die Aufgabe? Das ist ja diese Symbiose, die da stattfindet. Könnt ihr ein bisschen was dazu sagen? Also man muss vielleicht noch einmal hervorheben, es ist jetzt 100-mal so viel, auch 100-mal so viel Information, wenn man das in Relation setzt mit der Information, die in unserer DNA steckt, in unserem Genom, dann hat das Mikrobiom auch 100-mal mehr Information, die mit unserem Körper interagiert. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, es ist ja auch eine gewisse Intelligenz, die wir zusätzlich zur Verfügung gestellt bekommen. Und mir gefällt immer wieder der Zugang, es so zu betrachten, dass wir hier Outsourcing betreiben im Prinzip. Bakterien haben Fähigkeiten und sie haben Funktionsweisen, die wir uns ausleihen und die wir uns zunutze machen. Das heißt, wir können auf körperlicher Ebene delegieren, brauchen diese Prozesse nicht zu beherrschen und haben andere Lebewesen, die sie für uns beherrschen. Und deswegen ist das Mikrobiom für uns eigentlich sehr, sehr wichtig und übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben. Also es beginnt mit der Aufspaltung von Nährstoffen, von Kohlenhydraten im Darm, geht dann aber auch weiter bis hinein zur Produktion von gewissen Stoffen, die für die Darmschleimhaut regenerativ sind, die das Wachstum der Darmschleimhaut ankurbeln und bis ins Hirn im Prinzip. Also es gibt auch sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien, mit denen wir uns natürlich auch gerne auseinandersetzen, dadurch, dass wir diesen medizinisch-ärztlichen Hintergrund haben, wo auch sehr viel das Thema Psyche, Glückshormone und vor allem auch Depression, Panikattacken und Angst in Verbindung gebracht werden mit dieser Darm-Hirn-Achse. Also es ist, ich glaube, wissenschaftlich sind wir hier noch ganz zu Beginn und in den Anfängen, wo wir erstmal erahnen können, was das Mikrobiom für uns wirklich tut. Aber auch so in diesen ersten Schritten ist es schon erstaunlich, was da alles passiert. Also wir halten einfach mal fest, die Darmflora ist unglaublich wichtig für sehr, sehr viele Dinge. Es spielt also eine ganz zentrale Rolle. Und ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, sehr, sehr viele Leute haben da wirklich ein Problem. Wie kommt es dazu, dass bei so vielen Menschen die Darmflora nicht im Gleichgewicht ist? Ich denke, am interessantesten ist es hier einfach einmal einen Blick in Entwicklungsländer zu werfen. Also ich glaube, man kann ja so unsere westliche Welt verallgemeinern und es gibt wissenschaftliche Studien, die genau das getan haben. Also einfach einmal die Darmflora von Europäern, also Menschen aus der Europäischen Union, gegenüberzustellen mit Menschen aus Burkina Faso. Also das spreche ich jetzt eine ganz bestimmte Studie an.
Und man erkennt deutliche Unterschiede, und zwar im Bereich der Bakterienstämme oder der Bakterienfamilien. Und es ist ganz deutlich ersichtbar, dass wir in der EU viel mehr entzündliche Bakterien, also jene, die die Entzündung in unserem Körper anheizen, besitzen in der Diversität der Darmflora als jene Menschen aus Burkina Faso. Das heißt, im Prinzip sieht man, dass im Ernährungsstil und in der Lebensweise Unterschiede stehen und dass sich das natürlich dann im Körper widerspiegelt. Das heißt, wir sind mit einer anderen Umwelt umgeben als Menschen in Entwicklungsländern. Und wenn du nur mal bedenkst, dass ja eigentlich dieses Darmlumen, das unser Verdauungstrakt darstellt, zur Umwelt gehört, so tragen wir ja eigentlich hier die Umwelt in uns drinnen. Und je nachdem, wie wir unsere Umwelt gestalten, so interagiert es mit dem Körper. Du sagst es ja so schön, die Umwelt, aber wenn man es mal runterbricht, was ist denn die Umwelt? Ja, gucke ich mir mal um. Also Straßenverkehr, Luftbelastung, ja, erstmal solche Dinge, da gibt es einfach Dreck und Schwermetalle und was weiß ich für Belastung. Aber natürlich geht es auch weiter mit Ernährung. Ja. Das ist ja, denke Absolut, ja. ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt, denn da kommt es ja eben von draußen, von extern, und im Darm ist dann eben die Schnittstelle von außen nach innen, wo die Genau. Bakterien auch eine Barriere bilden. Inwieweit spielt das eine Rolle? Ja, wir schaffen uns ja praktisch den Nährboden für unsere Bakterien selbst, indem wir das in unseren Körper hineinessen, sage ich jetzt einmal. Also das ist ganz wesentlich. Wir erschaffen diese Umwelt, die in uns ist, die der Nährstoff für unsere Bakterien dann ist, das schaffen wir selber durch unsere Ernährung. Das ist ein wesentlicher Faktor. Aber vielleicht zu deiner Frage, wie kommt es, dass so viele Menschen Probleme mit dem Darm haben? Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, wenn man die Statistiken, die Krankheitsstatistiken anschaut seit den 50er Jahren, mit welchen Krankheiten bin auch ich als Ärztin jetzt konfrontiert? Das sind ganz andere Krankheiten, auch von den Kindern an schon, als das zum Beispiel in den 50er Jahren war. Damals hat es halt die Infektionskrankheiten, die klassischen, gegeben und rheumatisches Fieber und all diese Dinge. Das ist alles sehr stark zurückgegangen. Eitrige Anginen und solche Dinge. Natürlich, was ist da schuld dran oder was ist eigentlich das Verdienst? Sind die Antibiotika gewesen. Das heißt, jetzt durch den zunehmenden Einsatz der Antibiotika in den letzten Jahrzehnten gibt es gewisse Krankheiten nicht mehr. Das ist das Verdienst der Antibiotika. Auf der anderen Seite, wenn wir die Statistik anschauen, steigen andere Erkrankungen an. Das heißt, ich habe jetzt in der Praxis viel mehr zu tun mit diesen chronischen Erkrankungen, sei es jetzt entzündliche Darmerkrankungen, Infektneigung, Allergien, solche Dinge, die vielschichtiger sind und langfristig nur zu behandeln sind. Wenn man das runterbricht, also wenn man die Statistiken anschaut, sieht man, dass das wirklich korreliert. Das eine geht runter und das andere geht rauf. Das heißt, es legt wirklich den Schluss nahe, wir haben unsere Darmflora mit Sicherheit auch durch die Antibiotikagaben verändert oder geschwächt und die Darmflora kann ihre Aufgabe nicht mehr so erfüllen. Ja, genau von diesem Punkt bin ich fest überzeugt. Und deshalb zum Beispiel haben meine Kinder noch nie im ganzen Leben Antibiotikum gesehen, geschweige denn gebraucht. Meine auch Ja, nicht. das kommt ja eben noch hinzu. Denn wenn die Darmflora intakt ist, so ist meine Meinung, dann ist der Körper auch gestärkt und kann eben auch ganz anders mit Krankheiten umgehen. Natürlich haben meine Kinder auch schon mal Fieber oder so, aber ich lasse das auch einfach dann Fieber sein und am nächsten Tag ist es meistens wieder weg. Ja. Und wenn man sich dann umguckt, wie es bei anderen schon mal zugeht, man will auch da keinem irgendwie einen Vorwurf rausmachen, wenn es denn so ist. Das macht ja auch keiner extra. Und ich habe als Kind auch unglaublich viel Antibiotikum bekommen, weil ich da übelste Probleme mit hatte. Ja? Also mit Polypen und in den Ohren sollte ich solche Röhrchen gelegt bekommen, weil da irgendwie alles eitrig war. Und Mandeln sollten sie mir rausnehmen, alles. Und von vorne bis hinten. Ja, also da gibt es einfach ganz viele Krankheiten, die da eben auch bekämpft werden mit Antibiotikum klassischerweise. Aber es gibt eben auch andere Wege. Gut, aber es soll jetzt nicht das Thema hier sein. Was sind eure. Nein, erst eine andere Frage, die ich da vorstellen möchte. Jetzt haben wir über die Darmbakterien gesprochen, warum sie eben nicht im Gleichgewicht sind. Also Antibiotikum spielt da, denke ich, eine große Rolle. Ernährung,
kommen sicherlich noch andere Aspekte dazu. Aber die Frage ist jetzt, die sich vielleicht der eine oder andere stellt, wie erkenne ich denn jetzt, ob ich betroffen bin? Wie erkenne ich denn, ob meine Darmflora jetzt geschwächt ist oder nicht? Gut, man vielleicht der eine oder andere weiß, wie oft der Antibiotikum nimmt oder nicht, aber hat vielleicht Symptome oder eben auch nicht. Aber er möchte jetzt wissen, bin ich davon betroffen oder nicht? Kann ich da was tun? Muss ich was tun? Also im Prinzip natürlich, also zu uns kommen die Menschen meistens aus einem Leidensdruck heraus. Das heißt, es gibt einfach Verdauungsbeschwerden. Und ich denke, das ist wohl so der primäre Klassiker, wieso Menschen beginnen, sich mit Ernährung oder mit der Darmgesundheit Ja, auseinanderzusetzen. bin Also ich das beste Blähungen, Beispiel für, ja. Konstipation, also Verstopfung oder einfach Durchfall. Das sind so die Klassiker, wo dann jeder merkt, okay, es ist Handlungsbedarf. Das nächsthäufige sind also Hautgeschichten, solche Geschichten, Ekzeme, chronische Hauterkrankungen, die immer wieder aufflammen, Juckreiz. Und dann natürlich der ganze Formenkreis der allergischen Erkrankungen, entzündlichen allergischen Erkrankungen. Es wird einfach nicht gut, auch wenn behandelt wird, da merkt man schon, da ist eben irgendetwas da. Okay, also wenn ich jetzt solche Symptome habe, kann ich zumindest davon ausgehen, dass es an den Darmbakterien liegen könnte. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht ein eindeutiges Symptom. Es können auch andere Sachen sein. Gibt es jetzt irgendwie, dass ich einen Test mache, um einfach mal zu gucken, wie ist es denn um meine Darmflora bestellt? Habt ihr da Möglichkeiten oder was würdet ihr da empfehlen? Also im Prinzip, so einen Schnelltest gibt es nicht. Also was Patienten hin und wieder gerne tun, ist einfach eine Analyse, eine Laboranalyse der Darmflora. Es ist mittlerweile sehr simpel geworden. Also früher war das ja so, dass wirklich Bakterien unter dem Mikroskop analysiert worden sind und ausgezählt worden sind. Das ist heute nicht mehr so. Es wird einfach gescannt auf einer DNA-Ebene. Das geht schon relativ schnell. Es ist auch nicht mehr so teuer. Man kann sowas machen. Man schickt einfach eine Stuhlprobe an ein Labor. Ich glaube, man kann natürlich auch findet solche Labors, auch wenn man danach im Internet sucht. Aber man muss natürlich auch beachten, dass das nur eine Analyse ist. Wenn ich das Ergebnis bekomme und schwarz auf weiß sehe, deswegen ist die Darmflora noch nicht besser. Also es ist natürlich wieder ein eigenverantwortlicher Prozess. Man muss was tun dafür, man muss was verändern dafür, damit sich dann natürlich auch die Darmflora verändert und die Beschwerden besser werden. Also wir sagen den Patienten natürlich immer, es ist nicht unbedingt notwendig, sich darauf zu fokussieren oder dafür auch wieder extra Geld auszugeben. Es ist im Prinzip kommt es darauf an, was verändere ich. Und unter Umständen, wenn nicht so viel finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, ist es besser, das Geld in gute Lebensmittel zu investieren, als in noch eine Analyse, die dann ja eh nur bestätigt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Okay, dann sind wir direkt bei der nächsten Frage. Was sind denn eurer Erkenntnis nach gute Lebensmittel? Was kann ich tun, um meine Darmflora zu fördern, aufzubauen? Ja, also im Prinzip natürlich viele fragen uns das und die Menschen erwarten dann irgendwelche Future-Produkte, super Hightech-Sachen. Aber natürlich, also in der Basisernährung ist es vielleicht auch durchaus ganz interessant, mal 50 bis 80 Jahre zurückzublicken. Wir haben unsere Großeltern gegessen oder unsere Urgroßeltern und da erkennen wir schon sehr viel Fermentiertes. Also zum Beispiel, wo sind Bakterien drinnen? Natürlich im Sauerkraut sind Bakterien drinnen, Wobei das ja häufig auch homogen, wie heißt das, ja, erhitzt wurde. Ja, pasteurisiert. Genau, das also war genau pasteurisiert ja, also wurde. müsste dann schon natürlich sein vom Bauernmarkt zum Ja, Beispiel. genau, weil wenn es pasteurisiert wurde, dann ist ja, Nee, ne? dann sind sie nicht mehr aktiv, die Genau. Bakterien. Oder natürlich auch diese ganzen Milchprodukte. Es ist jetzt sei dahingestellt, aber wir haben natürlich viele Patienten, die auf Milchprodukte verzichten. Wir versuchen sie auch zu meiden, aber trotzdem erwähnt sollen sie schon sein. Eben zum Beispiel Joghurt, auch wenn es Sojajoghurt ist, beinhaltet Bakterien. Dann gibt es ja noch aus dem asiatischen Bereich, zum Beispiel Miso oder Sojasauce. Also gibt es ja auch in rohköstlicher Variante, nicht pasteurisiert. Nama Miso, Nama Tamari wären so einfache Möglichkeiten. Oder Bok Choy, einfach Kraut fermentiert aus dem asiatischen Bereich. Ich glaube aus Korea, wenn es mich nicht täuscht oder so. Also da gibt es dann doch einige Möglichkeiten, wo man wieder etwas findet. Brotstrunk fällt mir zum Beispiel auch ein. Oder so aus dem rohköstlichen Bereich auch.
Wie heißt das? Also was mir jetzt einfällt dazu, ist auf jeden Fall das Thema Wildkräuter zusammen mit grünen Smoothies. Denn wenn ich jetzt überlege, wie haben es die Leute früher gemacht, wo du sagst, zurückgehen, es wurde einfach wesentlich mehr aus der Natur gegessen und die Pflanzen sind ja einfach besiedelt, ja, mit natürlich vorkommenden Bakterien. Da wurde nichts vorher geschrubbt oder bespritzt, wurde einfach so gegessen und so ist es ja auch bei der Tierwelt draußen. Ja, die machen ja auch keine fermentierten Sachen, die essen einfach das, was in der Natur ist und so ist es ja letztlich auch gedacht, ja. Genau, das heißt, dieses Übersterile ist auf alle Fälle kritisch und es gibt ja auch sehr, sehr viele Fälle, wo ja schon dokumentiert ist, dass zum Beispiel Kinder, die mit Kaiserschnitt zur Welt kommen, Probleme haben, die Kinder, die auf normalem Wege geboren werden, nicht haben. Und was da natürlich wieder der Unterschied ist, ist die Besiedelung mit Bakterien, die passiert, wenn das Kind durch den normalen Geburtskanal geht. Ja, da geht es auch so weit, dass das bis zu, also es gibt schon Studien, dass das Übergewicht assoziiert wird mit der Darmbesiedlung innerhalb der ersten 6 Lebensmonate. Also ob Das das ist Kind eine interessant. vaginale Geburt hatte, erleben durfte, ob das Kind gestillt wurde oder einfach nur mit einem Ersatz sozusagen ausgezogen wird. Also da gibt es schon Studien und Korrelation zum Übergewicht. Aber zu den Nahrungsmitteln wollte ich noch sagen, ein Stichwort ist die Diversität, die Vielseitigkeit. Es braucht oft nicht so viel. Ich muss nicht jeden Tag dieses oder jenes zu mir nehmen, was wir hier erwähnt haben. Es ist oft so wie eine Impfung zu sehen, aber jetzt im positiven Sinne eine Impfung, dass einfach das einmal eingesät wird und mit guten Nahrungsmitteln können wir das dann auch in Gang halten. Die Vielseitigkeit ist ganz, ganz wichtig. Menschen, die sich extrem einseitig ernähren, sind prinzipiell mal gefährdeter, dass die Darmflora oder das Mikrobiom, wie es eigentlich korrekt heißt, wirklich ausreichend da ist, um den Körper in seinen Funktionen zu unterstützen. Okay. Es ist jetzt natürlich so, dass man mit Lebensmitteln die Darmflora ganz gut stabil halten kann und einfach das Gleichgewicht halten kann damit. Aber natürlich, wenn ich jetzt komplett aus dem Gleichgewicht geraten bin und wirklich Beschwerden habe, ist es unter Umständen sinnvoll, einfach die Darmflora aufzubauen mit hochkonzentrierten Bakterien. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, mit Probiotika zu arbeiten, wie sie ja auch oft angepriesen werden oder auch verkauft werden. Es macht durchaus Sinn, halt konzentriert neu zu besiedeln oder die Diversität aufzubauen. Aber was uns missfällt, ist natürlich von diesen Herstellern oft dieser Zugang, dass es etwas ist, was ständig getan werden muss. Das heißt, das Probiotikum unentwegt täglich zu nehmen, um die Verdauung stabil zu halten oder um eben den gewünschten Effekt zu erreichen. Aber eigentlich sollte es so sein, dass man vielleicht ein, zwei, maximal 3 Monate mit einem Probiotikum arbeitet, die Darmbakterien zuführt und dann eigentlich über die Ernährung eine Situation schafft, diese Darmbakterien zu ernähren. Das Ziel der Ernährung ist es einfach, präbiotisch zu wirken. Das heißt, Futter für die Darmbakterien bereitzustellen, damit die Darmflora von sich aus erhalten bleibt. Also das ist zumindest das Ziel, das wir mit unserer Ernährungstherapie hier in unserem Zentrum verfolgen. Und eigentlich haben wir seit 10 Jahren gute Erfolge damit. Ja, hört sich sehr schlüssig an und macht ja eigentlich auch Sinn. Klar, und wenn man gesagt bekommt, nimm das jetzt bis ins Ende deines Lebens, dann ist es natürlich im Interesse jedes Herstellers. Absolut. Das ist ja der Idealfall quasi, ne? Aber da würde ich sagen, sind probiotische Mittel wahrscheinlich noch am harmlosesten. Da gibt es ganz andere Sachen, die man da verschrieben bekommen kann, die Satz zu man. nehmen. Genau. Aber natürlich ist es viel, viel besser und natürlich auch aus anderen Gründen noch, sich gesund zu ernähren, einen hohen Rohkostanteil, hohen Anteil von Pflanzengrün, wenn es geht, auch gerne Wildkräuter. Die grünen Smoothies sind ja eben mein Thema, was ich immer wieder gerne auch reinstreue. Und ich weiß, dass auch Rohkost bei euch auch ein Thema ist, mit dem ihr euch auch auseinandersetzt. Genau, was euch auch sehr sympathisch an der Stelle macht. Genau. Was mich interessieren würde, gibt es irgendwelche Erfahrungsberichte von Fällen, wo er sagt, da haben wir wirklich ganz klar gesehen, in der Umstellung von vorher, was ich, so eine Fastfood-Ernährung oder was weiß ich, und Probleme. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt konzentrieren uns auf den Darm, bauen die Darmflora auf und haben dann im Verlauf von der Zeit positive Effekte erreicht. Gibt es das häufiger oder könnt ihr ein bisschen was dazu sagen? Doch, das gibt es natürlich häufig. Wobei dazu zu sagen ist, dass
ist immer eine Sache der Patienten. Also wenn die die Entscheidung treffen, da mitzumachen und durchzugehen, dann geht das relativ rasch. Das ist also ganz wunderbar bei wirklich, vor allem fällt mir jetzt zum Beispiel ein, bei Hautgeschichten mit unerträglichem Juckreiz, wo mit Kortikoiden gearbeitet wurde, haben wir immer wieder Fälle mit Ausschlag, die dann, wo der Leidensdruck halt dann auch so hoch ist, dass sie sagen, ich mache jetzt alles, das ist mir jetzt egal, dann geht das natürlich wunderbar und dann ist das innerhalb von ein paar Wochen, sage ich jetzt, wenn wir intensiv arbeiten mit zuerst einmal ausräumen, sprich reinigen des Darms mit den ganzen halb verdauten oder nicht verträglichen Dingen und dann eben Neubesiedlung und Neubefüllung jetzt dieser Umwelt mit guten Dingen, dann geht das innerhalb von wirklich wenigen Wochen, dass keine Medikamente mehr nötig sind. Das erleben wir. Also bei Haut ist es ganz extrem schnell. Da geht es sehr, sehr gut. Und es ist immer eben eine Frage des Leidensdrucks. Also wenn die Patienten natürlich sagen, so jetzt, ich habe schon alles probiert, dann ist natürlich super schön zu arbeiten. Ein Problem ist es öfter dann, wenn die Patienten, wenn das nicht ganz so klar für sie erkennbar ist, dass es keinen anderen Weg mehr gibt. Aber das hängt dann natürlich von den Leuten ab und da kann man sehr, sehr gut arbeiten. Also auch im rheumatischen Bereich ist das sehr, sehr schön. Oder eben Migräne. Da kann man auch sehr, sehr gut erkennen, dass das bald einmal geht. Also ich finde auch gerade so am allerschnellsten oder vielleicht so wirklich alltäglich in der Praxis merken wir es natürlich bei Leuten, die mit Müdigkeit und Erschöpfung kommen, vielleicht auch sogar mit diagnostizierten Burnout-Syndrom. Im Prinzip hier lässt sich natürlich sehr schnell was machen. Was dahinter steckt, ist oft eine parasitäre Belastung. Also im Prinzip Mykose-Pilzbelastung ist oft ein Thema und da spielt die Darmflora ein großes Thema. Also im Prinzip hat die Darmflora ja auch die Funktion, den Raum im Darm einzunehmen und pathogene Einflüsse zu verdrängen. Wenn sie das nicht mehr kann, dann kommt es eben zu pathogenen Keimen, die sich ausbreiten können oder zu Pilzbelastungen, die dann wirklich ein großes Ausmaß erreichen können. Und da spielt dann eben das Immunsystem ist ständig damit beschäftigt, dagegen zu regulieren. Und diese Patienten sind ständig müde und erschöpft. Und hier können wir dann innerhalb von 3, 4 Wochen eigentlich schon ein Ergebnis erzielen, wo die Patienten wirklich durchaus auch fasziniert sind und glücklich darüber sind, dass sie sich viel fitter fühlen wieder. Ganz extrem, ja, ganz extrem nehmen wir das wahr, wenn wir Fastenseminare machen. Das sind so einwöchige Intensivseminare, wo wir fasten und natürlich ganz, ganz intensiv uns mit dem Darm beschäftigen. Und wir machen die sehr gerne, weil auch das an der Stimmung sehr gut zu erkennen ist, um jetzt noch einmal über die Psyche zu sprechen. Die werden immer heiterer, die Tage mit den Menschen. Also wir machen das wirklich gerne, weil man merkt so, man hat so vielleicht ein, zwei Tage, wo halt jeder so mehr mit sich beschäftigt ist. Und dann kommt so eine heitere Gelassenheit. Die natürlich auch mit dem Darm zusammenhängt. Also da erkennt man das oft von einem Tag auf den anderen, wie die Stimmung schwenkt und wie es den Leuten einfach besser geht und sie das Leben von der heiteren Seite sehen. Und mit mehr Gelassenheit und mit mehr Perspektive. Das ist sehr, sehr schön immer zu sehen. Ich spreche mir auch quasi aus dem Herzen, weil ich das auch selber so durchgemacht habe, ne? Also genau diesen Weg und ich musste ihn halt selber für mich erstmal entdecken. Ja, und das ist auch der Punkt, warum ich da so gerne darüber spreche und auch dieses Thema heute so gerne anspreche. Weil genauso wie es erzählt, so war es bei mir auch. Und dass ich wirklich gesagt habe, irgendwo, der Leidensdruck war groß genug, dass ich einfach sagte, es geht nicht so weiter. Oder meine Frau sagte, so geht es nicht weiter. Ja? Stichwort Blähung, Haut, alle möglichen Sachen. Ich wusste auch gar nicht, dass der Zusammenhang überhaupt daher, dass es alles irgendwo aus dem Darm auch letztlich kommt. War mir überhaupt null klar. Ich habe mich auf die Suche gemacht und dann mir alle möglichen Ärzte angehört, die mir alles Mögliche erzählt haben und Reizdarm und irgendwas für Tabletten verschrieben haben da. Bis ich dann dahin an den Punkt kam, wo mir jemand gesagt hat, Herr Paffrath, Sie haben eine massive Darmverpilzung. Ja, der Darm ist entzündet und Sie haben Nährstoffmangel. Ja, der Darm kann nicht mehr arbeiten. Die Nährstoffe können nicht mehr aufgenommen werden und so weiter. Mir ist mal alles erklärt, wie das alles funktioniert. Überhaupt, dass die Ernährung einen Zusammenhang mit meiner Gesundheit hat. Selbst dieser Punkt war mir nie klar gewesen. Das waren die ganzen Kronleuchter, die mir irgendwann da aufgegangen sind, was mir heute total selbstverständlich ist. Ja, aber Als ob es ein Geheimnis wäre, oder? ja, Das ist, ja. wirklich so. Ja, also heute ist es mir so klar wie noch nie. Aber früher, es war null präsent. Es war wirklich
riesengroße Aha-Effekte, die ich da hatte in kurzer Zeit. Und das Tolle war wirklich diese Verbesserung, diese Stimmungsschwankungen, die ich natürlich auch hatte, ja, ganz extrem. Oder auch diese Müdigkeit und wie das sich verbessert hat, wie mein Gewicht runtergegangen ist, massiv runtergegangen ist, wo ich überhaupt gar kein Interesse daran, letztlich dran hatte. Das war einfach so eine nette Begleiterscheinung, ja. So viele tolle Sachen, die zusammengekommen sind. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass ich das wirklich erleben durfte. Ich bin fast dankbar, dass ich diese Probleme hatte, um wirklich da jetzt wesentlich mehr Energie zu haben und das auch weiterzutragen und weiterzugeben, genau wie ihr das auch macht. Ihr habt ja wirklich tolle, ja, ihr habt es gerade angesprochen, so Fastentage. Ihr macht das mit einer ganzen Stadt zusammen. Das ist also ganz, ganz faszinierend, was ihr da auf Du die Beine da überraschst stellt. uns. Wollt ihr da vielleicht ganz kurz was zu sagen, weil das finde ich so hochinteressant, Ja, also diese das ist eine Dynamik, mit der wir nicht gerechnet hätten hier. Also unser Bundesland hier ist die Steiermark und rund um Graz gibt es einige Ortschaften, mit denen wir natürlich zusammenarbeiten, die wir unterstützen hinsichtlich gesunder Gemeinde, Ernährungsvorträgen. Und so ist es im Frühjahr diesen Jahres dazu gekommen, dass wir eine Fastenaktion mit einer Gemeinde, der Gemeinde Baseil, hier in der Nähe von Graz gestartet haben und gemeinsam mit dem Kaufhaus dort, der Apotheke haben wir und der Gesundheitsplattform Basel haben wir eine Fasteninitiative geschaffen, wo es darum ging, einfach diesen 2000 Gemeindemitgliedern eine Plattform anzubieten, wo sie eine Woche intensiv unter professioneller Anleitung fasten können. Das heißt, wir haben den Unterricht bezüglich Fasten übernommen und die persönliche Betreuung, die ärztliche Supervision. Das Kaufhaus hat sich zur Verfügung gestellt, die Säfte zu pressen, die Gemüsebrühen zu kochen und diese dann den Fastenden anzubieten. Und die Apotheke hat natürlich drumherum für Blutdruckmessungen, Körperfettmessungen gesorgt. Und als wir das ausgeschrieben haben und angeboten haben, haben wir uns gedacht, na okay, wenn 20 Leute mitmachen, ist es schon ein guter Erfolg. Aber am Ende waren es 65 Teilnehmer, die dieser Woche mitgemacht haben. Und 64 davon haben die Woche absolviert. Eine Dame ist krank geworden. Im Prinzip war es wirklich ein großer Erfolg. Und wir haben jetzt im Prinzip schon die Organisation laufen für die Wiederholungsveranstaltung 2016. Und was jetzt noch viel aufregender wird, ist die Bezirkshauptstadt. Benachbarte hat ebenfalls entschieden, dass sie auch fasten wollen. Und das sind jetzt 10.000 Bürger, die Möglichkeit dazu bekommen. Und wir sind natürlich schon gespannt, wie viele es dann wirklich sein werden, die mit uns im Frühjahr 2016 dann fasten werden. Das Schöne Klasse. für uns war auch an dieser Aktion, wir sind ja immer wieder in Kontakt mit der Gesundheitsplattform und mit den Menschen in dieser Gemeinde, dass die Leute auch jetzt noch im Herbst-Winter erzählen begeistert und vieles ist hängen geblieben auch und sie haben nachhaltig wirklich ihr Ernährungs Verhalten verändert. Natürlich nicht alle, aber wirklich die meisten erzählen immer noch begeistert, was das alles gebracht hat. Das heißt, es hat sehr, sehr viel Dynamik gebracht und sehr viel eben Gesundheitsbewusstsein für die Menschen. Sehr viel Schwung. Ja, und also das ist, was uns Freude macht. das klingt sehr spannend. Man merkt es auch richtig, wie ihr da aus den Augen strahlt, wie es euch Spaß macht und auch das so weitergeht. Das finde ich sehr, sehr gut, sehr spannend. Bevor ich euch jetzt frage, wo man mehr über euch erfahren kann, will ich noch einen Punkt ganz kurz ansprechen. Ihr habt ein Geschenk mitgebracht. Was genau ist das? Genau, also im Prinzip wollen wir euch anbieten, einfach 5 Wege zu einem fitten Darm. Wir haben etwas zusammengefasst auf ein paar Seiten als PDF-Dokument, wo es darum geht, wie kann ich meinen Darm wieder fit bekommen. Es gibt ein paar einfache Möglichkeiten und dann vielleicht ein paar aufwendigere, je nachdem, wie stark die Beschwerden sind. Und was wir auch möchten, ist ein bisschen Hilfestellung leisten durch diesen Dschungel von Probiotikern, die es auf dem Markt gibt. Und wir haben auf der Universität Wien eine gute Zusammenarbeit mit dem Institut für Ernährungswissenschaften, der Mikrobiologie dort. Und wir arbeiten sehr eng mit ihnen zusammen. Dort wird immer wieder analysiert, welche Probiotika auf dem Markt sind im Moment die aktivsten oder die effektivsten Bakterienstämme haben. Wir bekommen diese Information und bieten diese Probiotika den Patienten hier in unserem Zentrum an. Und wir werden das auch dann dort hineinschreiben und so kann jeder dann für sich einfach einmal vielleicht nachforschen und schauen, ob das für ihn geeignet ist. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine tolle Sache. Und ich werde das verlinken.
unter dem Gerne, Video, ja. sodass ihr das einfach als PDF runterladen könnt, ausdrucken könnt und dann ja, hoffentlich einen großen Nutzen davon habt. Vielen, vielen Dank dafür. Genau, und ich habe es eben kurz gesagt, wer mehr über euch erfahren möchte, ihr habt natürlich eine Webseite, nutriteam.at, ist das richtig? Genau, ja. Und ihr habt noch eine zweite, superfood.at. Dort kann man alle möglichen Dinge bekommen rund um gesunde Ernährung, Mixer für grüne Smoothies, Zutaten, Superfoods und so weiter und so fort. Eine sehr, sehr gute Seite. Das sind die beiden Seiten, die ich auch verlinken werde, hier unten drunter. Und dort kann man auch den Kontakt herstellen zu euch, wenn denn Fragen vielleicht aufkommen oder man einfach mehr erfahren möchte über eure Arbeit. Genau, oder einfach vorbeikommen zum Zentrum, falls man einmal in der Nähe sein sollte. Genau. Ja, dann sage ich ganz, ganz vielen Dank an euch beide. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch und das war ein toller Einblick in euer Wissen. Ja, und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das Interview könnt ihr euch auf grünundgesund.de wie immer auch als MP3 runterladen, wenn ihr es nochmal nachhören möchtet, auf dem iPod oder am Handy, wie auch immer, unterwegs. Und auf grünundgesund.de, auf meinem Blog, gibt es dann auch wie immer alle Links, die wir genannt haben und weiteren Informationen natürlich auch über euch beide. Ja, ich sage nochmal ganz vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sage viele Grüße nach Wien und sage bis bald, euer Andreas von grünundgesund.de. Ciao. Danke, alles Gute auch dir. Und übrigens, Rio Velag, das ist mir vorher nicht eingefallen. Alles klar. Dankeschön. Ciao, mach's gut. Bis dann.